Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück mitten im Nirgendwo. Wir sind wieder am Start. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da vor mir ist der Jack Fleischhammer. Hallöchen, ja, ich Guten auch Tag. Da, ja, was geht ab? Und irgendwo hier ist auch noch Valkyrie und Serendipity. Hier, ich springe um. Hallo. Hallo, ich bin auf dem Weg zu euch. Sehr gut, wir warten auf Serendipity, wobei wir könnten. Wollen wir in dieser Ritze da bauen? Dann sind wir schon so weit weg. Ah, er hat Ritze gesagt. Ich habe auf dem Weg zu euch noch ein bisschen gejagt. Wo bist du denn? Jetzt müssen wir auf die Map gucken. Wollen wir denn vielleicht am Fluss Richtung. Warte kurz. Richtung Westen weiterlaufen? Hier neuen, in den Fluss? Ja. Wollen wir einfach in das zerstörte Biom? Da ist ja bestimmt noch eine Stadt und dann so, ist ja, da schon. Obwohl, dann müssen wir uns sputen. Ne? Was für eine Aussprache. Ich glaube, das ist eher. Du läufst in genau falsche Richtung. Ich läuft nach Norden, wir sind auf dem Hirsch. Ach nee, das super. Ist das zerstört, das ist verbrannt. Was denn? Ist verbrannt, ne? Wollte ich auch sagen. Ich kümmere mich um Essen. Wir haben Essen. In dem Biom muss es gar keine. Um 19 Uhr musst du dich nicht um das Essen kümmern? In dem Biom muss es gar keine Stadt geben. Pass auf, dann lass uns zurücklaufen zu diesem Übergang. Weißt du, was ich meine? Und dass wir uns da eine Brücke hinbauen, wo wir drauf wohnen oder zumindest verteidigen können in zwei Richtungen. Aber hier haben wir doch schon halbfertige Häuser. Also. Und dann machst du mal vor bis Tag 21 zur Nachthorde. Das glaube ich, das überleben wir nicht. Oder wir gehen auf so einen Hügel. Keine Ahnung. Ja. Wo bist du denn jetzt hin? Och, ich bin neben einem Zombie hingelaufen. Aua, aua, sag mal, hallo? Jackie, du hast gerade vorgeschlagen, an einem der schon zerstörten Häuser zu bauen? Ich hab den Hirsch verloren. Aber mehr als eine Ecke ist doch nicht. Dann laufe ich jetzt mal zu dieser Schlucht nochmal zurück. Man kommt übrigens als nächstes wieder in so ein Waldbiom. Ist hier direkt nebenan. Na, das ist irgendwie langweilig. Ja. Guck mal, hier ist doch gut. Hier haben wir noch eine Stütze in der Mitte. Wo ich gerade bin. Warte, ich hab auch keine Stütze. Achso, da, ja, okay. Ja, wir haben noch eine Stütze dazwischen. Ich hol mal die Axt raus und schlag noch mal ein bisschen Holz. Dass mir ja keiner Durchfall kriegt in der Schlucht. Spawn die Zombies direkt vor meiner Nase. Ein bisschen gedauert. Ich bringe noch Holz mit. Ich möchte es mir nicht mit bestimmten Zuschauergruppen verscherzen. Das ist eine Doppelsonne? Ich sehe zwei Sonnen. Ja, die Doppelsonne. Der Trend geht jetzt dahin. Was ist denn das noch? Das liegt an der Zeitumstellung. Das Spiel ist noch nicht so weit. Ach das so. Hängt jetzt, die eine hängt eine Stunde zurück. Siehst du das? Merkst du das? Nicht? Wieso? Eine hängt eine Stunde zurück. Ja, klar. Was ist das für ein? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, wir haben doch auch die Uhrzeit gerade zurückgestellt. Da hat sich von mir ein Baum dematerialisiert. Ja, den habe ich. Guck mal, hier vorne, am Eingang der Schlucht. Ist direkt nochmal so ein kleiner Knubbel dazwischen. So ein da könnte man direkt mal rüberbauen. Ja, und wo willst du dann. Ich wollte einfach hier so eine Bahn querziehen und da drauf übernachten. Wobei, das ist Erde. An Erde hält nichts, das ist das Problem. Ach so. Fällt mir jetzt gerade mal. Also an Nordmann, ja, dann einfach Gewehr hier, oder? Du musst einen Block Erde wegnehmen. Also wenn ich da jetzt einen Woodframe dran setze, dann fällt er sofort runter, glaube ich. Irgendwo so. Ach so. Hier. Hier zwei schon. Ja gut. Nicht höher, weil das ist ja gerade mal nicht. Ja, eins höher. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Ding auch runterfällt. Irgendwo so. Oh, hier ist ganz viel Mais. Oh. Maiszeit. Bei 4. Okay, setz mal einen Steg in der Mitte, oder? Dann müsste das ja funktionieren. Den können wir wieder wegnehmen. Ich mache nochmal ein paar Woodplanks. Und nehme mal den Hammer an Start. Dann gehe ich mal da hoch und werte das schon mal auf. Oh, es wird ja schon ganz schön dunkel. Und noch ein Lagerfeuer da, dass ein bisschen Licht da ist. Ich glaube, wenn du den wegnimmst, bricht es ein. Weil das aber auch wenn es aufgewertet ist? Weil das ist nur Erde, das. Achso, das weiß ich nicht. Das kannst du probieren. Also ansonsten hilft es, wenn man die nicht ransetzt an die Erde, sondern reinsetzt. Das heißt, hier nochmal mit einer Schaufel einfach. Das habe ich. Moment, ich habe eine Schaufel. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas stabiler, als wenn man es einfach nur ransetzt. So als wie ein Dübel, weißt du? So, Moment, ja. Setzen wir nochmal. Was ist denn ein Dübel so lustig? Nee, gar nichts. Auf der anderen Seite auch.
Ich habe irgendwie gerade nicht viel zu sagen, deswegen habe ich gedacht, ich lache einfach auch mal zwischendurch einfach hämisch. Ach, einfach nur, weil du so ein hämisch, ja. Fröhlich. So ein witziger Mensch bin. Genau. Witzigkeit bin gar nicht ganz schön. Ja, ich sag auch noch. Bin irgendwie leise heute. Warte mal, ich werde hier sicherheitshalber. Noch eine Reihe daneben oder mehrere. Willst du den mal rausnehmen? Sekunde, ich will erstmal, ich setz mal hier von unten nochmal eingegen und da auch von unten. Ich mach nochmal ein paar Woodplanks für euch, oder wie sieht's aus? So, wird das verlangt? Entschuldigung. Konnte nicht rechtzeitig mieten. Gesundheit. Und Dankeschön. Ab wann rennen die Zombies ab jetzt, ne? Ja, 20:30. Ne, 21 Uhr bei uns. 21 Uhr. So, machst du dann die Seiten noch an? Von uns? Achso, dann kannst du auch von oben. Ach, ja gut, das geht aber so. Die müssen wir gar nicht verstärken. Nein. An die Seiten. Ich wollte, dass die Plattform größer wird, dass wir in der Mitte hier... Ach so, klar. Sicher. Weißt du, dass wir zwei Richtungen haben? Ja. Und da noch und... Soll ich irgendwas machen? Aufwerten, wenn du einen Wrench oder Hammer hast. Kannst du mal lachen. Genau. Wir haben leider keinen Hammer. Wir wollen dann einfach in der Mitte bleiben, ja? Oder, ja, hatte ich gedacht, da haben wir nämlich zwei Richtungen, von wo die Zombies kommen können. Soll ich die dann drei breit machen? Ich kann auf der anderen Seite auch mal was ransetzen. Kannst du auch vier noch breiter machen. Soll ich hier Frames machen noch? Da wird's Holz eng. Ja, oder Hammer-Frames? Ich weiß nicht, wie viele Frames Worker dabei hat. Ich hab noch 9. Ich könnte jetzt noch 24 machen. Moment. So, da. Mach sie einfach auch. Auf der Seite auch noch mal einen. So. Ja, dann Lagerfeuer in der Mitte. Ja, aber wir sollten mal nicht irgendwas bauen, damit die hier nicht hochkommen noch. Das sieht ja lustig aus, wenn ich hier 2-3 Meter vorgehe, leuchtet da vorne etwas. Sieht aus wie 2 Lagerfeuer. Das ist wahrscheinlich irgendwie Müll, der angestrahlt wird noch von der Restsonne. Und wenn ich dann 3 Meter zurückgehe, geht's Licht aus. Dann gehe ich wieder vor, geht's wieder an. Mein Gott, das dauert ja, bis ich bei euch bin. Merkwürdig. Ich glaube, ich sehe euch da oben auf dem Berg, oder ist das ein Zombie? Wie macht man das Hut nochmal aus? Ups. F7. Ah. Minias, hast du mal eine Fackel? Eine Fackel, ja. Komm mal. Jackie, guck mal in die Kamera, ganz freundlich. Nee, andersrum. Drehen. Ja, danke. Und tschüss. Tschüss. Was ist denn jetzt? Wir können doch nicht nur hier um drauf überleben, oder? Nee, wir gucken jetzt, was passiert hier in der Nacht. Ja, super. Ja, können wir uns nicht darum... Wenn hier nicht zufälligerweise eine Touristengruppe ankommt, wird hier wahrscheinlich nicht viel passieren. Dankeschön. Können Sie mal eine Fackel anmachen? Mach doch bitte mal die Fackel an. Oh, die Fackel bitte aus. Mal die Fackel anmachen. Einmal mit die Fackel. Was mit der Fackel? Kriegen wir noch eine Fackel an? Ja, Minias, mach mal die Fackel an, bitte. Oh, bad boy. Oh, da kommt ja schon was. Wo hab ich jetzt die anderen Fackeln hin? Jetzt mach schnell die Fackel aus, die Hornissen kommen, Mensch. Und Zombies so. Schon hinter euch. Na toll. Was? Wo hinter uns? Ich sehe nichts. Hinter euch habe ich ihn hochrennen sehen. Hornisse! Ah, komm her. Oh shit, die kommen ja sogar noch. Ja klar, weil wir riechen. Weil wir die können normalerweise keine 2 Blöcke hochspringen, aber hier können es knupsen. Deshalb. Das hat ja nicht lange gedauert, bis hier eine Horde kommt, was? Hinter dir, Minias. Sollen wir zumachen? Ach nö, warum kommt noch kein Haus hier? Ja, nur die Einrichtung, das ist gut. Da kommen sie ja nicht rum. Ganz schön hell, Emmy, kommt so hell vor die Fackeln. Es fällt jetzt auch auf so. Ich hätte mal Steine sammeln sollen für. Oder liegt das einfach dran, dass wir. Jemand Steine von euch dabei? Nö, ne? Ja, ich habe eben abgebaut extra. Was willst du machen? Ein Campfire. Ja, mache ich. Dann können wir das Fleisch braten, dann riecht das nicht mehr ganz so stark. Ja. Nein, ich mach's ja an die Wand. Ach, okay, warte mal. Nimm ich ein Sticky. Passt.
Ich könnte auch, ich habe Eisen dabei, also einen Grill könnte ich schnell machen. Ach echt? Okay. Ja. Na cool. Ich habe ja extra Eisen mitgenommen. Das war aus den Eisenröhren, gell? Ja, ja. Was war das? Ich hab den Rasen eingesammelt. Ich hab Gröl eingegeben und der Steambug-Fenster irgendwie auf. Ja, ja, aus den Metal, Short Metal Pipes, genau. 9 Stück. 2 Barren. Ach, Stück. 2 Barren habe ich auch noch sonst. Nee, passt. Ich hab schon gemacht. Soll ich euch noch was sagen? Was denn? Bitte. Meine Aufnahme läuft nicht. Was? Nein. Mhm. Wie ist wohl ausgegangen? Naja, egal, dann kriegt ihr von mir halt heute keine Folge zu sehen. Tut mir leid. Alternativ könnten wir auch die Aufnahme stoppen und sagen, wir haben uns hier eine Wüste eingerichtet. Das ist ja langweilig, das ist doof. Wie du willst. Bitte nicht. Okay. Oder du startest jetzt und machst sie kürzer. Wir sind ja gerade mal bei 10 Minuten. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Ja, genau, dann startest du jetzt. Eben, startet jetzt. Dann sag mal für dich nochmal Hallo. Ja, genau. Ja, hallo ihr Lieben, meine Aufnahme läuft dann jetzt auch. Okay. Ja, hallo. Hallo. Ja, keine Ahnung. Ich habe einen Woodframe mitgenommen. Ich dachte eigentlich, der hätte die gestartet. Ich glaube, die ist erzählen, ausgegangen. Wir sind bis ins Grasland-Biom gekommen. Genau. Ja, richtig. Wir sind bis ins Grasland-Biom, haben uns hier jetzt eine kleine, das kann ich mal von außen zeigen, wir sind ja eh keine Gegner da. Hier haben wir so eine kleine Schlucht gefunden und haben das einfach so ein bisschen ausgebaut. Geil. Ich habe mal die Wooden Frames unten weggenommen, weil geil, die 4 Stück, die dann weg noch waren. Wenn das trotzdem hält. Ja, ich denke schon. Also spring mal einer. Blub, eingekracht. Danke, Minjas. Hm. Ja, eben genau. So. Hase, da ist noch ein Hase. Nein, ich das Sven ist denn da mal. Du bist ja ein Sniper. Ah, eklig, wa? So, Great Venison gibt's dann auch nochmal leicht. Aber das kann doch nicht sein, mit einem 38, wieso passiert hier nichts? Was? Oh. Ja, warum soll denn immer was passieren? Es muss doch nicht in jeder Nacht irgendwie was passieren. Nein, ich dachte, die Zombies kommen so oder so in der Nacht. Also eben sind die als vor meiner Nase gespawnt, die Zombies, weil ich wahrscheinlich so viel Fleisch in der Tasche habe und jetzt kommt kein einziges Zombie. Kein einziger Zombie. Ja, ich meine, das ist Grasland-Biom. Ich meine, weißt du, Zombies haben auch ihren Stolz. Und ja. Hier ist da nichts los. Was sollen die? Bis hier Gras essen oder was? Es macht doch als Zombie überhaupt gar keinen Sinn, sich hier länger aufzuhalten, bis hier mal jemand durchkommt. Hast du recht. Oh, wer rennt denn da so schnell? Warum rennt der denn weg? Hallo, hier sind wir. Hallo. Von denen übrigens, hat das in der Aufnahme, ich bin mir sicher, in einer der Folgen ist ein Zombie, hat sich an der Fackel festgebackt und ist immer um die Fackel im Kreis gelaufen. War in der letzten. Ich habe einen aus dem Apartmenthaus rausgeschossen, der fiel aus dem Fenster und dann blieb der in der Luft hängen und zwar mit, aua, hallo, wer war das? Linias hat eine Pistole in der Hand. Ja, okay. War Mino. Minos. Minos war das. Minios. Oh, ich höre eine Hornisse. Ja, ich auch. Was verfolgt sie denn da? Was ist denn das? Eine Hornisse. Jo, aber ansonsten ist ganz übersichtlich. So, ruhig. Nicht viel zu holen, sag ich. Wo ist alle? Durch verbrannte Bitte. Wir müssen auch irgendwann wieder zurück, ne? Dann die 3 Folgen, die wir hingelaufen sind. Ja, man kann jetzt... Eine. Man kann sich ja auch eine Zeit lang draußen aufhalten. Oh wei. Ich bin doch Bürokind. Na toll. Ich werde von frischer Luft auch so schnell müde. Ja. Braucht jemand dringend was zu essen? Ich hab jetzt hier die 5 Menschen grillt. Menschen in der Nein. Tasche. Das ist gut. Sag bitte, wenn du was hast, kannst du es da sonst auch anschmeißen, wenn du magst. Dann riecht's auch nicht mehr ganz so stark. Nö, ich mag gerne riechen. Komm jetzt alles. Ich mag's gern spannend. Ich könnte Popcorn machen. Welches Arschloch, Entschuldigung, hat mich gerade hier runtergeschubst? Keiner. Mich hat gerade hier einer runtergeschubst. Sie können froh sein, dass ich mir die Beine gebrochen habe. Den Freunde mich gleich, dann schieße ich dem in den Kopf. Ich habe ihm gerade ins Ohr geschossen. Ins Ohr? Ja. Da hört er besser. Nicht durchs Ohr. Oder so. Doch, kann man nur seitdem wieder rauszuzwingen, hat es nicht wehgetan. Ja, komm, wir ziehen jetzt weiter, oder? Wenn das Zeug gegrillt ist. Jetzt schon fertig, wir können abhauen. Wir können schon dann nicht, müssen wir noch weitere Sachen suchen.
Wir können doch hier die Straße weiter runterlaufen, Richtung Süden, oder? Können wir auch, ja. Ah, ne, dann kommen wir aber fast wieder zurück, oder? Kann das sein? Nee, so schnell nicht. Wir kommen, nee, sie okay. Sieht nicht so aus. Komm, dann lass uns die Straße weiterlaufen. Wir werden die Nacht schon irgendwie überleben. Okay. Pistole. Hat jemand Stoff einstecken? Was? Ja, vier Stück. Mhm. Ich hätte gern einen, bitte. Wieso? Ich hab einen Splint. Warum? Weil den Grill... Braucht keinen Hat Splint. Jemand das Grillrost mitgenommen? Ja. Ja. Nee. Ja? Nee, leider nicht. Da. Du, durch mich durchgelaufen. Hier liegt am Boden. Einfach mal halten. Okay, alles klar, super. Ja, ich habe momentan noch keine Ausdauer. Deshalb kann ich noch nicht rennen. Sonst würde ich den Grillrost nochmal holen. Weil ich habe von dem Sandwich gegessen und... Ah, hier drückt der lieber. Vielleicht ist das Grillrost wieder drauf. Soll ich's holen? Ach, passt schon. Was? Jeez. Was machst du denn da? Ich konnte nicht so schnell wechseln, hab zu lange gedrückt und dann hat er mich getötet. Oh, ich muss mich bandagieren. Ich sehe nicht so viel gerade. Ich mach hier erstmal. Da kommt noch einer. Mias rechts. Nicht? Hör auf, ja. Mias! Mias! Puh. Und kriegst du, was du verdienst? Ja? Nee, ist alles gut. Ich lebe noch. Keine Schmerzen sonst. So, ich hab erstmal Gamma hochgedregelt. Das sieht ja viel cooler aus mit Gamma, sehe ich gerade rechts. So. Schön blauer Himmel. Wo ist er denn? Wo sind denn, Dipti? Ja, ihr habt mich zurückgelassen. Nein, wir sind die Straße einfach weitergelaufen. Wir sind ja kaum 100 Meter weiter gerade. So, ich bin sonst immer am Gürtel des Vordermanns festhalten. Ich kann man nicht verloren gehen. Genau. Weißt du, was ich ätzend finde? Diese, wo die Sonne aufgeht oder der Mond unter, was auch immer. Diese Strahlen, die durch die Bäume brechen. Das sieht irgendwie total schwierig aus. Wieso schwierig? Ich finde, das sieht gut aus. Ach nee, das ist oben so abgehackt. Das ist so wie Gamma in einem... Warum ist hier so nebelig? Das verbrannte Biom. Das nebelt noch nach. Was? Dieser blöden Pistole kann ich nicht schießen. Geht nicht. Das ist interessant. Guck mal bitte an den Horizont, wo die Lichtstrahlen am Horizont fackeln. Flackern. Und dann gehen wir mit der Waffe in Kemon Korn. Dann leuchtet nichts mehr. Dann leuchtet jo, dann gar nichts weg. Mehr. Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Du siehst doch im Himmel hier oben, siehst du doch so ein Geflacker von Sonnenstrahlen, die gerade aufgehen und durch diesen Nebel brechen. Wenn du in Kemon Korn gehst mit der Waffe, verschwinden die komplett. Oh Hund! Hund! Mhm. Wo? Irgendwo weiter vor mir, am Horizont. Da hat er gekriegt. Jetzt kommt er. Ja. Jetzt ist er weg. Da geht die Sonne auf, sieht das nicht stark aus? Ja, das mag ich an diesem Biom hier nicht. Die Hunde. Das ist das Problem. Ja, bis jetzt haben wir uns hier die Hunde noch nie. Oh, da ist was. Oder ist die Stadt? Da ist ein Schild. Oh, geil. Ah, eine Tankstelle. Da ist eine Stadt. Mhm. Da kriegen wir Kaugummi und so. Geil. Cool. Jetzt auch hier einer was. Sprit. Ja, für den Bohrer. Oh, scheiße, da hab ich wohl Sprit getroffen. Wenn du auf die Tanksäulen schießt, passiert das gleiche. Da hab ich drauf geschossen, deswegen ist es explodiert. Das tut mir leid, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Oh doch, passiert was. es knallt. Hier sind Fässer hinter dir. Du solltest vielleicht nicht alle explodieren lassen. Warum? Bitte. Ach doch, mir egal. Mach gar nichts. Ich hätte mal den Helm mitnehmen sollen, der in der Hütte lag. Wer macht denn hier die Fässerkarte? Nee, war ein... Oh, Hund. Hund. Irgendwo höre ich einen Hund. Ist er draußen? Das wäre gut, weil ich bin drin. Ach, Herr Jack Fleischer war. Was machen Sie denn hier? Oh, ich wollte das Klo. Ich habe Benzin gefunden im Auto. Der Hund ist hier drin, ja. Ja, ich bin nämlich gerade. Nee, der ist auf dem Dach. Nur ein toter Hund ist ein guter Hund.
Und, gibt's noch Kaugummi? Nee, leider nicht. Blueberries, ein bisschen. Was ist denn Kaugummi? Paar tote Menschen. Was denn Kaugummi ist? Kaugummi ist sowas, oder? Wo man so. Nein, aber was ist denn hier Kaugummi im Spiel? Was Kaugummi ist? Nein, das war ein Spaß. Achso. Es hätte ja sein können, dass das eine bestimmte Bedeutung für was anderes ist. Gun Barrel. Naja. Schwierig. Oh, ich hab ihn fast gefunden. Ich hab den Waffen nicht verstanden, Scheiße. Das macht nichts. Was ist denn da los? Bist du an dem Bücherregal gewesen? Oh, hier ist noch eine Pistole drin. Ich mach aus dem Buch ein Papier und dann geht das. Ich hätte noch drei Bücher abzugeben. Oh, ich nehme die. Wo bist du? In der, wo das safe ist. Ich komme gleich mal raus. Hier ist noch ein Shotgun, Moon. Also, oh ja, nimm. Bei dir, da wo du auch warst. Das Problem ist, ich bin voll, ich kann's. Weißt du was? Lass die Pistole her. Weißt du was? Wieso habe ich jetzt die Pistole fallen lassen? Shit. Weißt du was? Da ist eine Gascan drin. So, wo bist du denn, Serendipity? Im Haus. Im Haus sind wir alle. So, Unten im Haus. Ich schlag hier unten gerade Vorhänge weg. Ja, bitte liegen hier. Kannst du super. So aufnehmen. Mhm, danke. Jo, bitte. Auf dem Dach warst du schon, Jackie, oder noch nicht? Ja, auf dem Dach war ich schon. Ah ja, okay. Ist hier eigentlich nur eine Tankstelle? Hier müssen eigentlich mehr Häuser sein. Hier auf der anderen Seite ist nochmal so ein halb zerfallenes. Boah, das sieht aber richtig kaputt aus, was? Mit, irgendwas im Keller. Was im Keller? Gibt es einen Keller? Ja. Wo? Oh, hier eine Tanke? Nee. Nein, in dem anderen Haus. Über. Das sieht auch richtig ausgebrannt aus. Übel. Na super, leere Gläser hier. Essen wäre auch mal nicht schlecht, wenn hier mal was in der Küche zu finden wäre. Ist aber leider nichts. Ich bin ein Kühlschrank, da sind auch leere Gläser. Katzenfutter, naja. Oh Gott, das ist noch nie gesehen. Tierisch, ja. Was hast du noch nie gesehen? So richtig verbrannt. Also, oder nicht bewusst. Geh mal weg, Valkyrie. Was machst du denn hier? Ach du, ja, will ich doch einfach, geh doch einfach hier mit durchs Holz durch. Was auch umständlich. Dafür nimmst du TNT? Okay. Ja. Aber er hat zu lange gedauert. Hier ist nochmal Shotgun-Ammo, nochmal 9mm. Kannst du mir geben? Shotgun? Abgefallen, ja. Runtergefallen, meine ich. Ja. Komm raus. Wo bist du? Oben. Die mal eine Pistole über, weil ja. Irgendwie habe ich keine mehr, aber ich habe hier ganz viel Schuss. Ah, das war ein Trick. Ja. Kannst du haben. Okay, das wäre gut. Ich stehe vorm Haus. Ja, Moment, ich komme mal eben. Ich stehe auch vorm Haus, also insofern ist es schwierig. Gut, wir hätten vier Seiten im Angebot, also. Ja, hier, da. Jo, danke schön. Ich habe noch eine zweite Pickaxe gefunden gerade, falls hier jemand eine braucht. Hier sind zwei Lederbücher. Lederbücher. Beziehungsweise drei Bücher, ja, aber meine Tasche ist voll hier oben auf dem Dachboden. Das sind eigentlich zwei Häuser im Übrigen. Ich hab Magnum Parts. Oh. Hat man in der Staffel noch nicht, oder? Glaub nicht. Hier oben auf dem Dachboden. Wobei ein Receiver, also so eine Trommel haben wir, glaube ich, schon. Du hoch? Wenn ich wüsste, wie. Hier, du musst die Treppe hochspringen. Die Treppe. Die Treppe unten ist eine Treppe, die ist durchbrochen. Eine Treppe. Bist du hier in dieser verbrannten Hütte? Hütte? Was für eine Treppe? Hüttentreppe. Wo bist denn du, Minjas? Mensch, ich treffe hier auch gar nichts mehr, ey. Komm hoch. Das gibt's doch nicht. Hast du gefunden, ja? Ja. Und du? Na gut, da ins Bücherregal. Willst du die Shotgun-Ammo haben? Ja, bitte.
Lege ich dir ins Regal rein. So. So. Wie geht's weiter? Der ist jetzt hier, Valcry wahrscheinlich. Ja, normale Bücher. Already unlocked. Ich habe leider keinen Platz mehr, um die mitzunehmen. Ich habe noch eins, ist jetzt. Munition leer, ja, so. Oh, hier ist noch Kohle. Kohle im Boden. Kohle im Boden, geil. Wo seid ihr da hinten? Ja. Ich dachte, wir machen schon auf den Weg oder so. Ja, wir können auch jetzt die Folge abmoderieren. Ja, und für die ist sie vorbei jetzt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ihr Lieben, wir sind am... Entschuldigung, bei mir ist immer nur halb so lange die Folge. Ja, genau. Also bei Zanipti habt ihr halt den Teil, bis wir im Grasbiom waren, nicht mitbekommen. Aber da ist noch nicht allzu viel passiert, außer dass wir diesen Übergang gefunden haben. Ja, wir sind am Ende einer Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, dass wir da ein bisschen mehr für euch sehen hier in der Umgebung, weil im Moment ist es noch nicht ganz so spannend. Macht das Sinn, hier die Kohle abzubauen? Weil ich glaube, ich brauche Kohle. 25 Felsen. Ja, das ist richtig Kohle Ohr. Das ist besser. Achso, verstehe. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Macht's gut, Sam. Ciao. Tschüss. Tschüss.